Chuyoka hat etwas geschrieben und ja, wer die Tweets von ihr kennt, weiß, dass das nicht sonderlich schlau ist, was sie ja auf der Plattform Twitter von sich gibt. Wir schauen uns mal ihre ja neuesten Entgleisungen gegen KuchenTV an. Hier schreibt Chuyoka: Das sind die Internetbuben, die mich seit Monaten als problematisiertes Feindbild inszenieren. Die Entgleisungen von KuchenTV zu meiner Person sind kein Einzelfall. Das ist ein Umgang mit anderen Menschen. Eine Threat. CN, Ableismus, Behindertenfeindlichkeit. Und natürlich wird YouTube getaggt. Wie könnte es auch anders sein? Bitte, bitte löscht den. Ich will, dass er gecancelt wird. Ihr seht ja, warum macht Chuyoka so etwas, absurde Vorwürfe raushauen. Also, dass sie absurd sind, das werden wir gleich noch sehen. Aber warum macht sie das? Ja, sie will, dass KuchenTV gebannt wird. Sie will ihn canceln. Das ist also, ja, reinste Cancel Culture, was sie umzusetzen versucht. Ja, so ein wokes Mittel der Diskurszerstörung, was wir immer wieder sehen bei solchen Leuten. Sie schreibt sogar hier: Meldet diese Videos bei YouTube, schreibt Verantwortlichen, solidarisiert euch gegen Mobbing und Diskriminierung als Geschäftsmodell. YouTube muss Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Influencer mit solchen Inhalten auf der Plattform Geld verdienen. Die Reaktion der Community der Internetbuben zu Ableismus: Sie posten und beleidigen Ableismus. Feindlichkeit zum Mobbing wird natürlich auch keine Belege, sondern einfach ein allgemeiner Vorwurf. Wieso muss man denn etwas belegen, wenn man wen anders canceln will? Schauen wir uns mal an, was für Belege ein gewisser Ocelot, ja, irgend so ein anonymer Twitter-Typ, hier zu sagen hat. Es gibt immer noch Menschen, die einen KuchenTV und seine Mobbingbande in Schutz nehmen. Hier sehen wir drei der Beteiligten vom Mobbing-Livestream vom 6.12. einen Song darüber machen, der sich fast ausschließlich über Behinderung, Krankheit und Körpergröße lustig macht. Also dieser problematische Song. Das ist, nehme ich mal ganz stark an. Wo ist er? Roos, hier ist eine Beerdigung. Also ein Battle-Rap, der sich gegen den Rapper Roos richtet. Also, ja. Battle-Rap, da geht man halt auf Äußerlichkeiten. Wer hätte das? Ja, als ob man sich nicht über Krankheit oder Behinderung lustig machen dürfte in so einem Format. Es ist wirklich absurd, welche Standards diese Woken-Sittenwächter hier. Welche Standards die Woken-Sittenwächter hier anlegen. Jay Riddle schreibt gerade: Schau lieber andere Videos über Chuyoka. Nicht, dass du wirklich noch unnötig gebannt wirst. Okay, wenn selbst Jay Riddle das schreibt, dann scheint der Chat mich vorhin nicht verarscht zu haben. Dann scheint das tatsächlich Tatsache zu sein, dass es so eine bescheuerte Regel gibt. Also, ja, ich finde das wirklich problematisch, dass ein amerikanischer Internetkonzern unsere Meinungsfreiheit in Deutschland hier so stark einschränkt und uns vorschreiben will, worauf wir zu reagieren haben. Also, Twitch macht sich hier zum Herr darüber, was gesagt werden darf und was nicht. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich habe da so meine Zweifel, dass so etwas vor einem deutschen Gericht durchkommen würde, so eine Regel. Weil ihr einfach viel zu stark in die Meinungsfreiheit eingreift. Sowas geht eigentlich nicht. Naja. Reden wir weiter über KuchenTVs böses, böses Video. Der betroffene Roos wird hier als Monster dargestellt mit den Worten: 1979 und das Trauerspiel beginnt. Er ist beschränkt wie Forrest Gump, doch wird nie laufen wie der Wind. Hier spricht Bruce Lee über seine Krankheit, weil er schon in der Vergangenheit auf gleiche ekelhafte Art und Weise von Bushido angegangen wurde, der den Song von KuchenTV und seiner Mobbingbande wohl selbst geteilt hat. Ach. Also, hat jemand einen fiesen Battle-Rap-Track gemacht? Das ist Mobbing. Okay, jetzt geht er diesen Song hier durch. Also, wie gesagt, hört euch den Song an, den könnt ihr auf dem Kanal von KuchenTV sehen. Hier ist KuchenTVs Kanal. Das Video heißt Roos, hier deine Beerdigung. Ist sogar etwas schlechter geklickt als die vorherigen Tracks. Vorher hat er hier noch ein Video gegen Roos gemacht, das habe ich mir nicht angesehen. Aber ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ja, so eine wokistische Moralpredigt. Also wenn euch ein Pfarrer erzählt, dass irgendwas in der Bibel steht, dann ist das ähnlich ernst zu nehmen wie der Unsinn, der uns hier ja vorgesetzt wird. Man versucht einfach den Gegner als moralisch böse zu framen, ohne irgendwelche Argumente zu haben. Ja, ihr entsprecht nicht unserem Wok-Moralkodex, Woker-Moralkodex. Nach Misogynie jetzt Behindertenfeindlichkeit und hier habt ihr sogar noch einen weiteren Thread, wo ich euch das alles ja zeige. Schauen wir mal, wer will erzählen, dass das, also KuchenTV kritisiert Chuyoka und Zolot behauptet, das wäre Mobbing.
Wollen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an, was KuchenTV Böses Böses gesagt hat. So, wer den Streit nicht mitbekommen hat, Shoyoko hat immer wieder Lügen über KuchenTV verbreitet, versucht ihn mittlerweile sogar zu canceln, also gegen die Meinungsfreiheit vorzugehen. Das ist auch der Grund, warum ich Shoyoko in meinen Streams hier thematisiere. Also mir sind KuchenTV und irgendwelche Influencer-Beefs relativ egal, aber wenn die Meinungsfreiheit angegriffen wird, dann ist das etwas, was verteidigt werden muss. Und da muss man sich solchen Leuten wie Shoyoko auf jeden Fall entgegenstellen, weil sowas einfach nicht geht. Man kann nicht Leute, die eine andere Meinung vertreten, die einen kritisieren, von Plattformen wegbannen. Sowas geht einfach nicht in unserer freiheitlichen Demokratie. Da müssen wir einen freien Diskurs aushalten. Naja. Schauen wir uns mal an, was für böses, böses Mobbing-Kuchen-TV hier angeblich betreibt. Ich habe nie angefangen. Ich habe dazwischen hin und wieder mal gewagt zu sagen, hey, mir geht's nicht gut und hey, da wird was behauptet und es stimmt nicht, weil. Und auf jedes, das stimmt nicht, weil, kommen 40 neue Videos. Ja, weil du mal lügst. Vielleicht solltest du einfach mal lernen, Dinge einzuhalten. Wir haben gerade auf das Video von KuchenTV reagiert. Ihr habt es selber gesehen. KuchenTV hat schon am Anfang sehr gut belegt, ja, wie Shoyoka lügt. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal einzeln zu erklären. Ihr könnt einfach, obwohl auf Twitch kann man ja nicht so einfach zurückspulen. Da müsst ihr ja warten, bis der ganze Stream online ist. Stimmt ja. Auf YouTube ging ja das einfacher. Da könntet ihr einfach zurückspulen und würdet das sehen, was ich, ja, euch hier vor 10 Minuten gezeigt habe. Da hatte ich nämlich auf KuchenTVs Video reagiert. Zu sehen. Neuer Twitter-Post, auch Die sagen, Leute. aua, 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 Okay, aua. ich würde sagen jetzt immer 3 Schlücke, wenn sie einen neuen Twitter-Ding hat, okay. Ja, da bin ich dabei. Ja, aber Gleitgel nicht, oder Es was? Doch ist ja viel lustiger. absolutely disgusting. Es ist ja absolutely So, jetzt hat sie gepostet. Gar nichts. Hä? disgusting, dass mobbende Leute Doch, sich da oben ist hinsetzen doch was können und schon sagen so. Nee, können, das 3 Stunden. das Opfer muss nur aufhören, dann hören wir auf zu mobben. Im gleichen Kontext, in dem sie sagen, meine Tränen wären ihr fucking Gleitgel. Das Opfer muss nur aufhören. Also das Opfer ist ja wohl ganz eindeutig KuchenTV, weil du Lügen über ihn verbreitest und weil du versuchst, ihn wegzucanceln. Also KuchenTV hat dich nur kritisiert. Er hat nie versucht, dich von der Plattform zu bannen. Also das Opfer ist ja wohl der, über den Lügen verbreitet werden und nicht derjenige, der die Meinungsfreiheit abschafft. Also Shoyoka ist ja wohl ganz eindeutig die Täterin und nicht das Opfer. Um mal in dieser moralisierenden Betrachtung zu bleiben, von der ich eh nicht viel halte. Aber wenn wir schon, das schon so moralisierend betrachten, also dann ist Shoyoka ja wohl die Täterin. Das ist doch wohl eindeutig. Und wir diskutieren. Digga, wie oft noch? 3 Schlucke, 3 Schlucke. Ich habe nie angefangen. Ich habe. Sie machen sich über Shoyoka lustig, was auch ziemlich verständlich ist und haben aus ihren dummen Aussagen einen Trick kreiert und das soll jetzt Mobbing sein. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Also diese wokistische Internetbubble, die ist so lost, die ist so jenseits jeder Realität. Also es sind Feinde der Meinungsfreiheit, Feinde des freien Diskurses, Feinde unserer Demokratie und sie hetzen gegen jeden, der im engstirnigen, woken Weltbild nicht entspricht. Es sind unsere politischen Gegner und als solche müssen wir sie auch behandeln. Kali schreibt gerade, will jetzt nicht Shoyoka verteidigen, weil sie schlecht argumentiert. Ich verstehe aber auch Frauen, die sich davon bedroht fühlen, wenn jemand sagt, man will ihre Tränen einstellen. Nein, das ist Kuchen, der etwas sehr von Spruch gedrückt und sich bedroht fühlen. Also, sorry, wenn du dich dann bedroht fühlst, dann halte ich dich aus dem Internet weg. So, ganz ehrlich. Wie gesagt, Shoyoka will KuchenTV canceln. Sie will ihn von Plattformen verbannen. Das finde ich tausendmal schlimmer, als mal einen derben Spruch zu drücken. Selbst wenn man diesen Spruch jetzt unter der Gürtellinie finden sollte. So selbst dann ist das, was Shoyoka hier gemacht hat, tausendmal schlimmer. Selbst dann schadet Shoyoka dem politischen Diskurs hier viel, viel mehr. Und Shoyoka verhält sich auch gegenüber unserer Bubble, sag ich mal, unserer politischen Richtung, wie eine Gegnerin. Sie verhält sich nicht wie eine Verbündete. Das sollte man ganz klar sagen. Also, man sollte sich jetzt nicht mit Leuten solidarisieren, die mal eben wichtige demokratische Grundwerte bekämpfen und die sich dann noch wie ein politischer Gegner verhalten. Also, sorry, wenn diese Leute ungerechtfertigt angegriffen werden, vielleicht dann. Aber Shoyoka wird ja völlig zu Recht kritisiert für ihre unfassbaren Aussagen. Hier beispielsweise hetzt Shoyoka gegen den armen Streamer Nemesis. Das ist ein Streamer, der viel kleiner ist als sie, der schon von dieser Walken-Hetzbande, von dieser, ja, in diesen bösartigen Walken-Hetz-Kampagnen wirklich hart getroffen wurde, über denen solch schlimme Lügen verbreitet wurden in der Vergangenheit. Auf den geht Shoyoka jetzt sogar noch los, also was soll man dazu sagen? Was sie hier schreibt. Also das schreibt sie jetzt zu Nemesis. Nemesis, wir gucken uns das gleich an, was Tilted Flossy hier dazu geschrieben hat, aber hier geht sie auf Nemesis los. Sie schreibt, das ist einer der Streamer, die ihren Inhalt die letzten Monate darauf aufgebaut haben, Hass, Hetze und Lügen gegen mich zu verbreiten. Durch die Views ist er jetzt Twitch
Partner geworden. Natürlich wird Twitch getaggt, wie könnte es auch anders sein? Twitch, bitte entferne den, der verbreitet Hass, Hetze und Lügen, obwohl Shoyoka genau das selber macht. Es ist so erschreckend zu sehen, wie viele Verbindungen diese mobbende Anti-Shoyoka-Kampagne, ja, du bist das Zentrum der Welt, ins Rechte. Das hatte ich ja gestern schon mal vorgelesen, aber das ist so ohne Belege, ohne irgendwas. Also sie verleumdet die, also ganz ehrlich, dagegen kann man, ich weiß nicht, ob man dagegen juristisch vorgehen kann, aber das ist wirklich so bösartig, so diskursvernichtend, so kann man so jemanden wie Shoyoka verteidigen? Ich verstehe es nicht. Also die, ja, und immer taggt sie fleißig Twitch. Also für alle, die sie im Chat gerade verteidigen, ich verstehe es nicht. Wie kann man so jemanden verteidigen? Was schreibt Tilted Flossy hier, um Nemesis zu canceln, damit wir auch ihn nicht vergessen? Das hier ist Nemesis 316 auf twitch.de. Natürlich wird Twitch getaggt. Und natürlich wird Shoyoka getaggt, damit sie mithetzen kann. Shoyoka ist ja etwas größer als Tilted Frost, also hofft man sich da ja auch Unterstützung für eine Cancel-Kampagne. Was anderes ist das hier nicht. Das ist ein Kreuzzug gegen die Meinungsfreiheit, gegen unsere freiheitliche Demokratie. Diese Leute sind Feinde des freien Diskurses. Wir müssen sie ja als solche auch bekämpfen und als solche benennen erstmal. Das hier ist Nemesis, welcher seit Anfang an der Kampagne gegen Shoyoka beteiligt ist und auf seinem Kanal und seinen Kanal darauf aufgebaut hat, wegen den Zahlen, die er da. Was? Nochmal. Das hier ist Nemesis 316 auf Twitch, welcher seit Anfang an der Kampagne. Das hier ist Nemesis 316 auf Twitch, welcher seit Anfang an der Kampagne gegen Shoyoka beteiligt ist und seinen Kanal darauf aufgebaut hat und wegen den Zahlen, die er damit vor kurzem der Partnerstatus zugesprochen wurde. Liegt das an mir oder hört sich der Satz irgendwie komisch an? Ganz ehrlich, ich merkte, ich hatte gerade ein bisschen Probleme beim Vorlesen, aber und wegen den Zahlen, die er in seinen Kanal. Nee, der Satz klingt einfach ein bisschen komisch. Also, was soll ich sagen? Er sagt, dass Hass und Hetze zu nichts führe, bestätigt lustigerweise selber zwei Tage später, dass Shoyoka eine Hass- und Hetzkampagne ausgesetzt ist, an der er sich selber seit maßgeblich beteiligt. Ja, da frage ich mich mal, wie Tilted Floste das belegt. Ja, ihr den größten antideutschen Hetz-Account auf Twitter verlinkt er natürlich, der irgendwelche bösen Sachen aus der Vergangenheit rausgesucht hat. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Also ehrlich, das ist mir zu blöd. Ja, diese antideutschen Hetzkampagnen, was soll man dazu noch sagen? Hey, diese Wokisten haben keine Argumente. Die haben einfach ihre Bubble und da wurden mal Lügen verbreitet, beziehungsweise irgendwelche Sachen aus dem Kontext gerissen. Also das hier ist übrigens der Kanal, der auch Proletopia zu verleumden versucht hat. Also wirklich, wirklich bösartig. Also hier seht ihr es. Der rechte Pandemieleugner Nemesis 316 verbreitet auf Twitch einen Videoausschnitt des rechtsextremen Influencers Shlomo um damit gegen den linken Twitch-Streamer Dekadent zu agitieren. Nemesis reagiert einfach nur auf ein Video von Shlomo, wo dieser Dekadent kritisiert hat. Das ist alles. Und was nutzt man jetzt, um Nemesis zu verleumden? Also diese Woke-Bubble, die ist so durch. Das sind Feinde der Meinungsfreiheit, Feinde der Demokratie, Feinde des freien Diskurses. Ja, und Feinde unseres politischen Lagers und als solche sollten wir sie auch behandeln. Ja, Shlomo ist erstmal zu Unrecht gecancelt worden. Das muss man mal festhalten. Also unabhängig davon, was man jetzt vor seinen inhaltlichen Positionen hält, es geht nicht, dass ein großer amerikanischer Konzern, nämlich Alphabet, einfach darüber entscheidet, wer hier was zu sagen hat und wer hier nichts zu sagen hat. Also falls ich es nie mitbekommen habe, Shlomos Kanal wurde auf YouTube gesperrt und das ist natürlich ein völlig übertriebener Eingriff in die Meinungsfreiheit. Sowas dürfte es in einer freiheitlichen Demokratie eigentlich nicht geben in der Form. Es ist eine einzige Katastrophe, was hier passiert. Naja. Schauen wir mal, was Shoyoka noch so geschrieben hat. Also, ja, Hass und Hetze. Ja, ich glaube, das reicht für einen Abend. Also, ihr seht, diese Frau ist durch. Diese Frau, ja, Feindin des freien Diskurses, Feindin der Meinungsfreiheit. Sie hat jetzt versucht, KuchenTV zu canceln. Das ist noch ein weiterer Beleg für diese totalitäre Geisteshaltung. Ich weiß nicht, was man mit solchen Leuten machen soll. Man sollte sich ihnen entgegenstellen, wenn man sie sieht. Man sollte sie argumentativ bekämpfen und man sollte versuchen, sie im politischen Diskurs zurückzudrängen. Diese Leute sind unsere politischen Gegner und da muss man ganz klar dagegen arbeiten. Und man kann nur hoffen, dass Montes, Gurus und Kuchen da noch viel härter gegen solche Leute agitieren, die unseren demokratischen Diskurs zerstören. In diesem Sinne habe ich, glaube ich, genug über Shoyoka geredet.